Mahlzeit, ich soll was zur Tatarei sagen. Naja, dann fangen wir doch erstmal mit dem historischen Umfang an. Also Tatarei ist im Prinzip ein alter Begriff für alles, was östlich des Urals liegt. Und da hattest du unterschiedliche Begriffe dafür. Da hattest du die große Tatarei, die kleine Tatarei, auch die Moskauer Tatarei, Pipapo, Tralala. Und das ist im Prinzip auch alles so dieses Gebiet, wo man vermutete, naja, da kommen die Mongolen her. Denn die Begriffe Mongole und Tatare sind im Russischen deckungsgleich. Das Ganze besteht irgendwie so bis zum Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, weil Russland expandiert immer weiter, immer weiter, immer weiter nach Osten, weil nach Westen in Europa, da kommen die irgendwie nicht weiter. Die laufen dann im Prinzip so weit weiter, bis sie dann halt irgendwann auf die Chinesen treffen und da ein massives Kontra bekommen. Die Tatarei ist also ein Gebiet, was es so als solches nicht mehr gibt. Also vielleicht ältere Personen über 60, über 70 benutzen diesen Begriff noch, aber der ist eigentlich nicht mehr aktuell. Wer sich allerdings mit Kolonialismus mal auseinandersetzen möchte, kann das gerne tun. So, Anfang des 21. Jahrhunderts, also 2000 Knips, kriegt das irgendjemand in den falschen Hals und spinnt sich da irgendwas zusammen und in irgendwelchen Foren, ich glaube, das war Tumblr oder vielleicht auch irgendwelche anderen Gebiete im Internet, und die kommen dann halt auch irgendwie auf den Trichter, naja, die Tatarei soll ja ein untergegangenes, weltumspannendes Reich sein, und das Indiz hier ist, naja, die Architektur sieht ja in verschiedenen Ecken der Welt unglaublich gleich aus. Also das ist der alleinige Aufhänger. Du hast da ja überall dieselben Kuppeln und keine Ahnung was. Das ist eigentlich im Prinzip dieselbe Logik wie mit den Pyramiden, mit den ganzen Ancient Aliens. Denn der Gedankengang bei diesen ganzen Leuten mit den Ancient Aliens ist ja irgendwie so, es gibt überall Pyramiden, unter anderem in Ägypten, Lateinamerika und was weiß ich noch wo, ist ja irgendwie so, dass die da alle unter einer Decke stecken und dass die da irgendwie alles Wissen von jemand von außerhalb bekommen haben. Dass die Bauform einer Pyramide aber eigentlich etwas unglaublich Simples ist, weiß eigentlich jeder, der schon mal eine Kleckerburg am Strand gemacht hat. Und dieselbe Logik steckt halt hinter der Tartaria, so irgendwie so, weil die glauben irgendwie so, weil alle Häuser irgendwelche Kuppeln haben, ist das alles auch irgendwie gesteuert von irgendeiner untergegangenen Zivilisation und so weiter und so fort. Also das hat nicht wirklich irgendwas in der Hinterhand, was die Fakten angeht. Bis zum nächsten Mal und abonnieren nicht vergessen.